Moin, ich bin Steffen und in diesem Video erfährst du, was du über deine neue Festplatte wissen musst. Die Übertragung findet im Gegensatz zu den älteren HDDs oder auch älteren SSDs über den PCI Express Standard statt und der ist um ein Vielfaches schneller als SATA. Damit eignet sich die SSD vor allem, um das Betriebssystem darauf zu installieren oder andere Programme, die von schnellen Zugriffszeiten profitieren, wie zum Beispiel Spiele. Hier seht ihr einen Kopiervorgang von einer HDD zu einer SSD im Vergleich zu einem von einer SSD zu einer SSD. Man sieht dabei ziemlich gut, welchen Unterschied die schnelleren Übertragungsraten in der echten Welt machen. Wenn wir über Speicherlösungen sprechen, dann darf der Name Western Digital nicht fehlen. Und deswegen habe ich heute zwei Produkte aus verschiedenen Produktkategorien für euch vorbereitet, die ich euch jetzt vorstelle. Und zwar haben wir hier die WD Blue SN 580 und die WD Black SN 850X. Beide im Formfaktor M.2 bzw. 2280 und beide benutzen PCI Express Gen 4. Die SN 580 ist sehr preis-leistungsoptimiert und richtet sich an das professionelle Umfeld. Mit 4150 MB die Sekunde reizt die SN 580 die PCI Gen 4 Spezifikation zwar nicht ganz aus, das liegt aber daran, dass sie eher auf Effizienz getrimmt ist. Das heißt, auch in Notebooks zum Beispiel kann die M2 schön kühl bleiben und damit jederzeit gleichmäßig performen. Die WD Black 850X bietet im Gegensatz zur WD Blue kompromisslose Leistung für alle, die nicht so ein besonderes Augenmerk auf Effizienz legen und denen Temperaturen nicht ganz so wichtig sind, die dafür aber die volle Bandbreite von PCI Express 4 und die angebotenen 7300 MB die Sekunde voll nutzen möchten. Die SN 850X bietet noch ein weiteres Feature, was ziemlich interessant ist, und das ist der Game Mode 2.0. Der wird im Dashboard, im WD Black Dashboard aktiviert, benutzt eine Technik namens Wahrsagung, um herauszufinden, welche Daten als nächstes gebraucht werden und diese schon mal im Vorhinein in den RAM zu laden. Wie immer gilt natürlich, wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Platte für euch die richtige ist, dann könnt ihr gerne bei unserem Support anrufen und euch beraten lassen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, worauf ihr beim Kauf eurer nächsten Festplatte achten müsst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.